San Pedro ist eine ausgedehnte Kommune, bestehend aus vielen Dörfern und kleinen Städtchen. Über fast 25.000 Quadratkilometer verstreut leben lediglich 5.600 Einwohner in zahlreichen kleinen Siedlungen, sogenannten Ayus. Sie liegen am Rande des ausgedehnten, abflusslosen Talkessels in etwa 2.400 bis 2.500 Meter Höhe. Am nördlichen Rand liegt der Hauptort, das Ayu Conde Duquen. In dieser alten indigenen Siedlung legte die spanische Kolonialverwaltung im späten 16. Jahrhundert ihr Verwaltungszentrum an. Typisch für eine spanische Stadtplanung ist das orthogonale Straßenraster. Die koloniale Siedlung besteht aus Häusern in Adobe-Bauweise. Diese Bauweise ist gekennzeichnet durch Lehmziegel, die zu Quadern geformt und an der Luft getrocknet werden. Alle Straßen sind sandig und neben vielen laufen Bewässerungskanäle. Mittelpunkt San Pedros ist die Plaza de Armas, an dem sich Kirche und Rathaus befinden. Die Kirche von San Pedro ist eine der ältesten in Chile und ein kleines koloniales Meisterwerk. Der heutige Bau stammt aus dem 18. Jahrhundert. Von dem ursprünglichen Bau aus dem 17. Jahrhundert ist nichts mehr erhalten. Der Altar ist mit Säulen geschmückt und die Decke der Kirche besteht aus geschnitztem Kaktusholz. Unsere erste Wanderung führt uns auf die Sanddüne von Cornizza. Die Wanderung beginnt gleich hinter San Pedro und führt zunächst über eine Schotterstraße. Diese leitet uns zwischen steilen, absolut trockenen Felsen ohne nennenswerten Höhengewinn nach Süden. Der Weg führt durch Salzkordilleren, die durch Wind und Regen modelliert wurden und in beeindruckenden, oft mützenartigen Formen erscheinen. Vor 20 Millionen Jahren war hier ein See. Dieser trocknete aus und bildete waagerechte, salzige und tonige Ablagerungen. Bei der Aufwaltung der Anden wurden diese Schichten verformt und teilweise senkrecht gestellt. Wir stehen am Westufer des von schroffen und stark erodierten Felswänden umgebenen Tals. Das Tal des Rio San Pedro wird im Westen von der Cordillera de Meico und im Osten von der Andenkordillere begrenzt. An tieferen Stellen bildeten sich großflächige Salzsümpfe, die Salare. Die Fließgewässer der Umgebung sammeln sich dort, verdunsten und lagern ihre Salzfracht ab. 50 Kilometer nördlich von San Pedro liegt der Ort Machuca. Dabei steigt das Gelände von San Pedro aus kontinuierlich bis auf 4000 Meter Seehöhe an. Auf dem See Machuca sehen wir Chile-Flamingos. Sie sind mit 120 bis 140 cm die größte Flamingoart in der Atacama. Der Hals ist lang und die Normalhaltung S-förmig gebogen, im Flug jedoch gerade gestreckt. Im Ort Machuca beginnt eine siebenstündige Wanderung hinab zum Dorf Rio Grande. Die Wanderung führt zunächst überwiegend flach an kleinen Wasserflächen vorbei. Die Andengans bewohnt niederschlagsarme Regionen in den Hochtälern der Anden und bevorzugt eine Höhe zwischen 3000 und 5000 Metern. Dort lebt sie in kleinen Familienverbänden oder in Paaren am Rand von Seen oder Sümpfen. Wo sie nicht gejagt wird, zeigt die Annengans eine geringe Fluchtdistanz gegenüber dem Menschen und gerade zwischen Schafherden auch in unmittelbarer Nähe zu Gehöften. Die Annengans erreicht eine Körpergröße von bis zu 80 cm bei einem Gewicht bis 3,5 kg. Beeindruckend sind die bis zu 10 Meter hohen Kakteen der Art Echinopsis atacamensis. Sie kommen zwischen 2500 und 3500 Metern Höhe vor. Die Dornen ausgewachsener Kakteen sind rund 10 cm lang. Eine andere Subart von Echinopsis atacamensis verzweigt sich baumartig und erreicht ebenfalls Wuchshöhen bis 10 Meter. Ailurestra sind Zwergkakteen mit kugeligem Körperbau, häufig sprossend und polsterbildend. Eine Besonderheit ist, dass sie meist schon als 2- bis 3-jährige Pflanzen blühen.
Die Blütenfarbe reicht von Orange über Gelb bis Weiß. Kakteen der Gattung B. Bebaurea cereus wachsen strauchartig und verzweigen bereits an der Basis. Die säulenförmigen Triebe stehen aufrecht oder gebogen. Aus den gelblichen, wolligen Polstern entspringen kräftige Dornen. Am Ende des Tales mündet der Rio Majuca in den Rio Grande. Im Gegensatz zum Fluss Majuca ist der Rio Grande ein Fluss, der richtig Wasser führt. 95 Kilometer nördlich von San Pedro, am Fuße des 5208 Meter hohen aktiven Vulkans Altatio, liegen die gleichnamigen Geysire. Der indianische Name El Tatio bedeutet übrigens der rauchende Vater. Das etwa 3 Quadratkilometer große Gebiet umfasst 85 Fumarolen, 60 heiße Quellen, 40 echte Geysire und 5 Schlammvulkane. An den mittelozeanischen Rücken entsteht neue Erdkruste. An Subduktionszonen wird Erdkruste wieder zerstört. Die Subduktionszone im Ostpazifik ist für die Entstehung der Anden verantwortlich. Bereits seit 150 Millionen Jahren taucht die ozeanische Nazca-Platte unter die kontinentale südamerikanische Platte ab. Vor 60 Millionen Jahren faltete sich durch diese Kollision das Gebirge der Anden auf. Zeitgleich entstand, 100 bis 200 Kilometer parallel in Richtung Kontinent, eine Vulkankette, die vom entstehenden Magma der abtauchenden Platte gespeist wird. Je nach Jahreszeit fördern die heißen Quellen von El Tatio zwischen 250 und 500 Liter Wasser pro Sekunde. Soncor, 1990 gegründet, umfasst eine Fläche von 50 Quadratkilometern. Es ist Teil des Naturreservates Los Flamencos, das zum nationalen System staatlich geschützter Wildflächen in Chile gehört. In Soncor leben 3 verschiedene Flamingo-Arten. Der Andenflamingo erreicht eine Körpergröße von 102 bis 110 cm. Das Schwanzgefieder bildet ein charakteristisches schwarzes Dreieck, durch das der Andenflamingo sehr gut von den beiden anderen in Südamerika lebenden Flamingo-Arten zu unterscheiden ist. Bei dem James-Flamingo sind nur die Flügelränder schwarz. Der hintere Rücken und der Nacken sind rot gesprenkelt oder gestreift. Mit einer Größe von 70 bis 80 cm ist er nach dem Zwergflamingo die kleinste Flamingo-Art. Die letzte hier lebende Flamingo-Art ist der Chile-Flamingo, den wir bereits vom See Majuca kennen. Putre bildet den Eingang zum Lauca-Nationalpark im Dreiländereck Chile, Bolivien und Peru. In Putre leben rund 2000 Einwohner. Heute wollen wir den Cerro Milagro besteigen. Dazu fahren wir zunächst mit dem Bus bis auf 4300 Meter Höhe. Wo der Schotterweg in Richtung Cerro Milagro abzweigt, steigen wir in Allradfahrzeuge um. Sie bringen uns bis auf eine Höhe von 4750 Meter. Am Fuße des Cerro Milagro beginnt unsere Wanderung. Der Cerro Milagro ist ein einfacher 5000er mit 3 Gipfeln, 5020 Meter, 5043 Meter und 5077 Meter hoch. Der erste niedrigste Gipfel ist am einfachsten zu besteigen, während die beiden anderen nur über einen langen, mühsamen Grat zu erreichen sind. Der Lago Tschungará liegt 60 Kilometer östlich von Putre und gehört zum Lauca Nationalpark. Dieser Nationalpark, heute ein UNESCO-Biosphärenreservat, erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 1000 Quadratkilometer. Im Park liegen mehrere große Vulkane. Der 6342 Meter hohe Parinacota unmittelbar am Lago Tschungará und die ebenfalls über 6000 Meter hohen Vulkane Pomarape und Guararite. Im Nordosten erkennt man den Nevado Sayama. Der 6542 Meter hohe Sayama ist der höchste Berg Boliviens und einer der höchsten Vulkane der Welt.
Der Lago Tschungara liegt auf einer Höhe von 4.520 Metern. Er hat eine Fläche von 20 Quadratkilometern bei nur maximal 40 Metern Tiefe. Heute wollen wir den 30 Kilometer von La Paz entfernten Berg Cerro Chacaltaya besteigen. Zunächst geht es mit dem Bus hinauf nach El Alto und dann über eine gut ausgebaute Schotterstraße zum Tsongo Pass. Normalerweise hätte man von hier oben ein grandioses Panorama auf den rund 1300 Meter tiefer liegenden Großstadtdschungel von La Paz und auf die Königskordillere. Aber leider sehen wir nur umherwabernde Wolkenschwaden. Mit dem Bus fahren wir von La Paz bis auf eine Höhe von 4700 Metern, dem Startpunkt der Wanderung. Dieser eher abweisende Fleck heißt La Cumbre. Anschließend geht es zu Fuß auf einer Fahrstraße bis zu einem Pass, der auf 4870 Metern liegt. Nach dem Pass führt ein fester Weg am Berg entlang in vielen Serpentinen nach unten. Die Träger nehmen allerdings lieber den direkten Weg. Der Choro-Trek führt von La Cumbre in 3 bis 4 Tagen über die Dörfer Chocura und Choro zum Zielort Kairo. Dabei steigt man auf gut befestigten Wegen über 3000 Höhenmeter, von den Höhen der Anden bis in die subtropischen Gebiete der Jungas ab. Unterhalb der 4000 Meter Marke nimmt die Vegetation deutlich zu. Zeit für eine Pause. Mitten in einem grünen, aber noch fast baumlosen Tal liegt die kleine Ansiedlung Samana Pampa. Ab dem Dorf Chocura wird der Weg wieder zu einem gut ausgebauten Inka-Pfad. Es geht noch einmal eine Höhenstufe abwärts und wir gelangen in die Zone des Bergnebelwaldes. Typisch sind die Flechten an den Ästen und die Bromelien, die als Epiphyten wachsen. Endlich sehen wir vor uns den auf 2900 Metern Höhe liegenden Campingplatz Chalapampa, der über eine gut gewartete Brücke erreicht wird.